Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zum absoluten Showdown. Wir sind hier im ersten Teil der Serie Verrückte Sportarten rund um den Globus. Wir befinden uns hier, würde ich jetzt mal abschätzen, irgendwo auf dem indischen Kontinent, wahrscheinlich in der Gegend Indien-Pakistan, zum Open Kabaddi. Und was das für eine Sportart ist, welche Regeln es gibt es überhaupt Regeln? Wie erzielt man Punkte? Gibt es überhaupt einen Sieger? Diese Fragen versuchen wir alle heute zu klären, also freut euch auf eine Show, es wird sehr wahrscheinlich großartig. Wir sehen hier die beiden Menschen, die gegeneinander antreten, es scheint eine 1 gegen 1 Sportart zu sein. So viel können wir schon mal feststellen. Wir haben hier auf der einen Seite den typischen Microsoft Support Mitarbeiter. Tagsüber hilft er euch gerne mit euren Problemen beim Windows oder rät euch dazu, euren Canon Drucker aus und wieder anzuschalten, um jegliches Problem damit zu lösen. Und nach Feierabend schwingt er sich direkt rein in sein Auto oder whatever, fährt rüber zur Arena und klatscht seine Gegner. Auf der anderen Seite hier, nennen wir ihn mal einen jungen, sportlichen, pakistanischen Mann. Wir sehen hier einen deutlichen Unterschied in der Sportlichkeit, zumindest äußerlich. Aber ob das von Vorteil oder von Nachteil ist, dem werden wir jetzt nachgehen. So, wir sehen hier den ersten Approach des Gegners. Wir wissen noch gar nichts. Erstmal hier eine Verteidigungshaltung. Und da hagelt es eine Schelle! Und wüste Beschimpfungen. Scheint wohl eine Art erstes Anfühlen gewesen zu sein. Wir sehen jetzt hier den zweiten Approach. Schauen Sie diesen Gegner an. Er war leichtfüßig wie Mike Tyson. Weist hier auch seinen jungen Konkurrenten zurecht, weil so geht's nämlich nicht. Wir wissen zwar nicht, was genau da nicht geht, aber so geht's nicht. Nochmal ein Restart. Der dritte Approach jetzt. Und wir schauen, wie die Gegner aufeinandertreffen. Zack, eine Ohrfeige mitten aus der Hölle. Und jetzt, was ist das denn? Die Buddy Shells regnen rein. Konnten Sie hören, wie laut diese Shells geklatscht haben? Das muss doch wehtun, aber es kann ihm nichts anhaben. Wir sehen hier das Lachen. Er genießt das. Gar kein Ding für ihn. Für ihn scheint es ein bisschen mehr zu sein. Hält sich hier jetzt schon das linke Ohr fest. Scheint jetzt schon nur noch ein Piepen zu hören. Wie kann das überhaupt noch in Favor für den Herausforderer auf der linken Seite ausgehen? Hier nochmal der Sportsman Low Five. Großartige Geste und es geht direkt weiter. Zack! Mal, der absorbiert diese Schellen hier einfach. Es scheint ihn gar nicht zu jucken. So laut, wie das schallert. Es geht direkt weiter in die Links-Rechts-Kombo. Beider Gegner, hier, aggressives Verhalten. Beide schlucken und verteilen. Ganz wilde Szenen jetzt hier. Das Publikum aus dem Häuschen. Und es geht direkt weiter in die Konfrontation. Schack, zack, die nächste rechte Ohrfeige hinterher. Die nächste hinterher. Das muss doch jetzt schon zu Koordinationsschwierigkeiten führen. Die nächste hinterher. Und die... Oh, gute Konter hier getroffen. Aber er hält sich hier schon das Handgelenk. Sichtlich angeschlagen, der linke Gegner. Ja, genau. Muss man auch beachten, ne? Aber der Support-Mitarbeiter lässt sie nicht von seinem Gegner ab. Direkt hinterher setzt die nächsten Links-Rechts-Kombos. Es sieht hier aus wie beim Black Friday in Galeria Kaufhof, wenn sich zwei Hausfrauen die letzten Pfannen streiten. Zack, keine Pause, es wird direkt nachgesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stellen hintereinander. Einfach gegessen. Einfach so. Ich weiß nicht, was mehr weh tut. Wenn ich 24 Stunden in der karibischen Sonne liege und mir die Haut so heftig verbrennt, dass sie von alleine abhält. Oder am nächsten Morgen aufzuwachen, nachdem meine Haut so von der flachen Hand des Gegners drangsaliert wurde. Das kann natürlich einen furchtlosen pakistanischen Warrior nicht aufhalten. Es geht direkt weiter in die Konfrontation. Die Schellen sitzen nach wie vor. Das Publikum hat seine Freude daran. Wann hat dieses Spiel überhaupt ein Ende? Wenn der andere tot ist? Wenn die Haut abgeschlagen wurde? Wir wissen es nicht. Wir sehen nur eine weitere Kombo. Und? Unklarer Ausgang. Unklarer Punkteausgang. Die Emotionen lassen nicht zu deuten, was da gerade passiert ist. Aber auch dem Support-Mitarbeiter vergeht mittlerweile das Lachen. Das Zwirbeln der Schellen scheint mittlerweile auch bei ihm seine Wirkung zu entfalten. Trotzdem, jetzt hier direkt wieder rein. Und 1, 2, 3, 4, 5. Der linke Herausforderer, der rennt schon weg wie ein Hase, der gejagt wird. Aber natürlich setzt unser Support-Mitarbeiter direkt nach. Es geht direkt weiter mit den Gesichtsschellen. Die Köpfe drehen sich teilweise einmal um 360 Grad. Kein Entkommen. Rein in die Konfrontation, rein in die Masse, rein auf den Körper. Es wird unabdinglich weitergeschlagen. Wie wird das hier ausgehen?
Es scheint einen Sieger zu geben, meine Damen und Herren. Es scheint einen Sieger zu geben. Wir wissen nicht, warum er gewonnen hat, wie er gewonnen hat, aber er wird hier mit Geld überworfen. Ihm sei es gegönnt, aber stellt euch mal vor, ihr taucht da auf, lasst euch mit der flachen Hand verprügeln und kriegt nicht einen Cent dafür. Auf jeden Fall mein Mitleid an den Herausforderer auf der rechten Seite. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Match. Jetzt hier ein bisschen körperlich ausgeglichen, aber wir haben gerade gesehen, das hat gar nichts zu bedeuten für den Ausgang dieses Spiels. Sehen wir den ersten Approach, das wilde Anfühlen mal wieder. Ja, genau, bleibt mal schön da, ne? Wir wissen zwar nicht wo, es ist keine Linie, keine Abgrenzung zu erkennen, aber bleibt mal schön da, mein Junge. So nehme ich auch nicht. Jetzt hier der zweite Approach. Wilde Bewegung, die an Capoeira erinnern, und der Buddy Shot mit der flachen Hand. Das entfacht natürlich die eine oder andere Wutreaktion. Oh, und da werden sehr, sehr böse Blicke ausgetauscht. Wir bleiben gespannt, wie sich diese Wut in Akrobatik und athletischen Höchstleistungen entfalten wird. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen neuen Signature-Move. Zack, es wird direkt wieder mit der flachen Hand die Aggression ausgetauscht. Körpertäuschung links, rechts, und er rennt einfach durch. Und er geht einfach durch. War das der Punkt für ihn? Nein! Es scheint nicht so zu sein. Unsere erste Möglichkeit, überhaupt irgendeine Regel, irgendein Punktesystem zu erraten, ist damit auch wieder zunichte geraten. Denn wir hätten vielleicht sagen können, es wäre das Ziel, an seinem Gegner unberührt vorbeizukommen. Da er jetzt aber diesen Punkt nicht gewonnen hat, scheint dem nicht so zu sein. Das heißt, dieses Spiel ist auch nach unserer ganzen Zeit bis jetzt immer noch ein absolutes Rätsel. Aber das Unterhaltungsniveau einfach von diesen Schlägen ist einfach Jacques Güzel, meine Freunde. Nach Abstimmung mit dem Video-Referee gibt es hier nochmal einen Restart. Und wir sehen hier die Flying-Schelle. Was war das denn? Die nächste hinterher. Ist das die Reinkarnation? Ist das Bud Spencer, der persönlich vom Himmel herabsteigt und hier seine Skills nochmal zeigt? Was werden wir hier weiter sehen? Körpertäuschung rechts und die Schelle ins Gesicht. Der Gegner am Taumeln. Das hat Spuren in der Koordination hinterlassen. Hier der verzweifelte Versuch, den Gegner zu Boden zu ringen, wird mit Schlägen auf den Hinterkopf bestraft. Und das scheint auf dem Rücken gezwirbelt zu haben. Aber wir kennen den Sport aus jetzt und wissen, dass es keine Pause gibt. Neuer Takedown-Versuch, abgewehrt mit dem akrobatischen Rad aus der Hölle. Wie geht's weiter? Schlag, nächster Schlag auf den Hals. Ins Gesicht, auf das Ohr. Oh, der hört doch gar nichts mehr. Koordination, sichtlich beeinträchtigt. Der Signature-Move, er patentiert den Move für sich, die Flying-Schelle. Er rennt durch, er wirft ihn zu Boden. Er wirft ihn nochmal zu Boden. Er weicht den Takedown mit einem Sprung aus. Und das ist natürlich der verdiente Sieg. Das ist der verdiente Sieg. Mit so einem Level an Akrobatik, an Dominanz, ist dieser Sieg natürlich höchst verdient. Wir haben nach wie vor keine Ahnung, warum er gewonnen hat, welches Regelwerk er da erfüllt hat, aber allein das Level an Dominanz und wie er den Gegner da deklassiert hat, das muss natürlich ein Sieg sein. Was ist dieses WWE? Freunde, wir haben hier die Zukunft des Wrestlings ohne diese gescripteten Abläufe. Wir haben hier wahre Menschen, wahre Emotionen, Leute, die mit wahrem Geld überworfen werden, wenn sie hier den Sieg für sich erringen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut mal hier auf diesem Channel vorbei. Der lädt regelmäßig neue Kabaddi-Matches hoch. Vielleicht könnt ihr ja ein paar Regeln rausanalysieren und uns in die Kommentare schreiben. Damit würdet ihr der zahlenmäßig stark steigenden Kabaddi-Deutschland-Community auf jeden Fall helfen. Und vergesst nicht, hier ein Abo und ein Like dazulassen, um keine verrückte Sportart dieser Welt mehr zu verpassen. Wir bleiben gespannt, welche verrückte Sportarten diese Welt für uns noch zu bieten hat, ob wir ein paar Regeln entschlüsseln können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.